Mit zwei Konzerten in der St. Marienkirche Pirna wurde am 8. und 9. Dezember der 26. Festivaljahrgang von Sandstein und Musik erfolgreich abgeschlossen. Diese zwei Konzerte stehen bei den Festivalbesuchern schon seit Jahren hoch im Kurs, denn der künstlerische Leiter von Sandstein und Musik, Ludwig Güttler, gestaltet diesen musikalischen Höhepunkt gemeinsam mit seinem Blechbläserensemble. Geboten wird eine farbige Folge festlicher Musik unterschiedlicher Herkunft und Entstehungszeit. Das ist die sächsische Bläserweihnacht. Es sind immer einige Weihnachtslieder, einige markante. Es wechselt immer. Und da gibt es ja viele, viele Vertonungen mit unterschiedlichen Charakteren und Charakterbildern dazu. Und es ist festlich, es ist besinnlich, es ist innig. Wie bei uns ist ein Ros entsprungen zum Beispiel. Ja, am Ende vom Himmel hoch, da komme ich her, das ist eben richtig auftrumpfend und grandios auch. Ja, und die Kollegen machen das mit einer großen inneren Freude und das überträgt sich dann auch. Ne? Und tja, was soll ich weiter dazu sagen? Ich weigere mich eigentlich weiter darüber zu reden, die Leute sollen kommen, sollen sich es anhören. Der 26. Festivaljahrgang stand 400 Jahre nach dem Beginn des 30-jährigen Krieges und 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges unter dem Motto Krieg und Frieden. Die Veranstaltungsorte reichen von Radebeul bis Geising und von Sebnitz bis Diepoldiswalde. Ja, das ist natürlich jetzt schon fast so, dass es relativ wenig Orte gibt noch, die wir noch nicht besucht haben. Aber für uns ist ja das Entscheidende nicht unbedingt immer ein neuer Ort, sondern entscheidend ist für uns, dass wir in den verschiedenen Orten verschiedene Konzerte auch anbieten. Das heißt also, man kann da ruhig auch zwei, dreimal in einem Ort hintereinander gewesen sein, aber man hat dann verschiedene Ensemble, entweder im Alter das Angebot oder zum Beispiel ein Orgelkonzert, wo man natürlich dann auch die völlige Umdrehung hat, wo wir ja auch mit Technik arbeiten. Also das sind alles wunderschöne Dinge, die auch beim Publikum nach wie vor ankommen und wir werden an dem Konzept auf alle Fälle festhalten. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben über 8050 Karten verkauft bei diesen 27 Veranstaltungen. Das ist nicht ganz das Ergebnis des Rekordjahres im vergangenen Jahr, aber man muss ja auch sehen, wir haben dort weniger Veranstaltungen im Angebot gehabt. Wir sind insgesamt sehr, sehr zufrieden. Auch das Thema, was wir unseren Musikfreunden angeboten haben, nämlich 400 Jahre durch die Musikgeschichte und natürlich in Verbindung dieses Themas Krieg und Frieden, gewissermaßen politisch, aber natürlich auch zu sehen in den großen Ereignissen des Musikwesens. Also wir sind da sehr, sehr zufrieden mit unserem Angebot. Zum Konzept von Sandstein und Musik gehört auch die Unterstützung der Musikschule Sächsische Schweiz durch die Musikinstrumentenaktion. Durch die Unterstützung der Festivalbesucher und Sponsoren konnten bisher 70.000 Euro Spendengelder eingenommen werden. In diesem Jahr bekommt die Musikschule ein Bassakkordeon im Wert von 4.890 Euro übergeben. Das Bassakkordeon ist ein Akkordeon, das nur eine Diskantseite besitzt. Diese klingt aber wesentlich tiefer als bei der Normalausführung. Die feierliche Übergabe übernahmen Dr. Birgit Wetzel, Bereichsleiterin Unternehmenskommunikation der ENSO, Klaus Bremich und Professor Ludwig Güttler. Ein Schüler der Musikschule führte das Instrument auch gleich einmal vor. Das Festival Sandstein und Musik wird es auch 2019 geben. Darauf freuen sich der Vereinsvorsitzende des Sandstein und Musik e.V. Klaus Bremich und der künstlerische Leiter Ludwig Güttler schon heute. Und jawohl, wir haben auch heute den Flyer schon im Angebot, der vorige Woche aus der Druckerei gekommen ist. Das Jahresthema 2019 soll heißen Schätze unserer Heimat. Und wir wollen natürlich auch reflektieren die letzten 30 Jahre, wo
in unserer Region unendlich viel geworden ist, in Burgen, Schlössern, Gärten, Kirchen, in Herrenhäusern, aber natürlich auch die Landschaft. Und das wollen wir dann mit der Musik gemeinsam reflektieren. Und ich glaube, da haben wir auch sehr, sehr interessante Angebote. Es sind insgesamt 29 Konzerte, wo natürlich auch wieder unser künstlerischer Leiter Professor Ludwig Gütter dabei ist. Tom Pauls wird nach langer Zeit wieder dabei sein. Es ist aber auch wieder Gunter Emmerlich dabei. Es ist die Frau Schöpta, die Sopranistin von der Landesbühne. Also wir haben ein unendlich gutes Angebot und freuen uns und hoffen uns, dass die Gäste uns wieder die Treue halten, denn das ist ja der Fund, mit dem wir wuchern wollen. Wir haben eigentlich grundsätzlich zunehmend eine größere Akzeptanz. Natürlich haben wir auch attraktive Spielstätten, wir haben eine tolle Organisation und wir haben immer einen bestimmten Teil an Orten, die immer wiederkehrend sind. Aber auch einen gewissen Teil, wo wir immer noch neue Spielstätten uns und damit auch unserem Publikum erschließen oder man kann auch sagen, etwas dramatischer erobern. Und so werden wir weiterarbeiten. Wir haben, glaube ich, nur noch 2 Postleitzahlen irgendwo oben in Nordfriesland, wo wir keine Besucher her haben. Aber das werden wir noch ändern. Ja.